Hallihallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Codebund. Und damit einen wunderschönen guten Tag, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Codebund. Und ja, lang ist es her, lang ist es gewesen, meine werten Damen und Herren, aber da stehen wir nun wieder in voller Pracht als ein Mädchen mit langen pinken Haaren herum und haben natürlich wieder super viele Sachen zu tun. Denn in der letzten Folge haben wir ja irgendwie was ausprobiert, wo ich definitiv noch ein bisschen was ausprobieren muss, aber bevor wir das auf jeden Fall machen, müssen wir nochmal ganz kurz was anderes machen, ja? Denn wir haben in der letzten Folge was ganz vergessen, ja? Weil wir haben nämlich etwas in unseren Blockmixer reingelegt und ganz vergessen, diesen Block dann einfach an unseren Baumrand zu kleben. Und das machen wir einfach mal in der heutigen Folge. Denn in der letzten Folge haben wir nämlich den Block of Emerald und den Block of Gold einfach genommen und miteinander verschmolzen. Ich weiß, das ist einmal das größte Verschwendungstool, was man hier eigentlich benutzen kann, diesen Mixer. Aber ich muss schon sagen, wenn wir diesen Baum fertig haben, dann können wir da wirklich, dann kann man da wirklich hingehen und man kann ihn dann wirklich so betrachten, ja? Das heißt, wir haben sogar einen extra Weg gebaut, wo die Dachstelle immer noch nicht ganz fertig ist, aber wir haben extra diesen Weg gebaut und können dann hierher kommen und dann schauen wir uns diesen Baum an und dann denkt man sich einfach nur so, ah, was für ein schöner Baum. Aber das können wir zum Glück leider noch nicht machen, denn wir müssen den ja noch zu Ende bauen. Wir müssen nämlich nochmal gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Block reinpasst, wie zum Beispiel hier, und dann haben wir, oh nein, jetzt haben wir den da blöd hingebaut. Können wir den nochmal vielleicht abbauen, weil das gefällt mir nämlich so nicht. Vielleicht können wir den so hinbauen. Nein, ah, doch, perfekt, so. Warte mal, aber wenn wir den jetzt, warte, nee. Weil, guck mal, wenn wir nämlich den hier lassen, dann werden wir theoretischerweise einen anderen auch da reinstecken, aber der wird dann von einem anderen übertönt werden. Das heißt, wir müssen den irgendwie anders hinlegen, irgendwo, wo noch Platz ist. Wie wäre es, wie zum Beispiel hier, ne, dass wir da vielleicht nochmal so einen schönen kleinen Block haben, der nochmal vom gelben in den grünen Ton übergeht, oder halt eben, ne, ich weiß gar nicht mal, welchen ich von den beiden hübscher finde, ja, ob ich jetzt den goldgrünen besser finde oder den diamantgrünen Emerald Block, da bin ich mir halt eben nicht so ganz sicher, aber, eine einzige Chance haben wir ja noch. Wir können ja noch Gold mit Diamant kombinieren, ja? Das heißt, wir haben ja zum Glück noch beides da. Da können wir gleich nochmal kurz hochgehen, dann nochmal eben kurz das Ding zusammenmixen. Und nebenbei kann ich ja schon mal eine ganz kleine Story anfangen und ein bisschen so in dieses Geschehnis mit reinkommen. Denn mir als Minecraft Survival Games Profi ist natürlich in der letzten Zeit wieder was ganz Besonderes passiert, wo sich natürlich jeder Zuschauer jetzt wieder so denkt, Roman, wieso tust du das? Das sieht nämlich so aus. Ich habe nämlich eine kleine Story am Start, ja? Das sieht nämlich so aus, dass ich natürlich in der letzten Zeit jetzt alleine zu Hause war, ja? Das heißt, meine Eltern und alle meine Familienmitglieder sind weggefahren und ich hatte die Wohnung für mich komplett alleine, ja? Das heißt, ich konnte Virtual Reality aufnehmen, nachts um 4 Uhr morgens, wie ich wollte, ja? Ich hatte einfach die ganze Bude für mich selber, ja? Und da muss man halt eben sagen, wenn man natürlich alleine zu Hause ist für mehrere Tage, ja? Dann sieht es ja meistens so aus, dass man natürlich auf seine Sachen aufpassen muss. Warte mal, wollen wir vielleicht heute den gigantischen machen und einfach mal hier an diesem Crafting-Dings hier bauen? Warte mal, kurz mal hier eine Stick, ein Stick und dann hier nochmal eine Diamond Shovel bauen. Easy, das sieht irgendwie voll hübsch aus, ne? Warte mal, jetzt nochmal kurz irgendwie die Diamonds hier reinkloppen. Da sind unsere 7 Diamonds, müssen wir uns merken. Und dann nehmen wir uns, zack, hier diese Schaufel mit. Einmal, zack, da draufschlagen. So, jedenfalls ist man natürlich alleine zu Hause wirklich auf alles, Dings, muss man halt eben wirklich auf alles aufpassen. Zum Beispiel, dass man den Herd ausgemacht hat, dass man zum Beispiel, na, wie soll ich sagen, dass man die Fenster immer regelmäßig aufmacht, um die Wohnung zu lüften und was weiß ich. Man hat natürlich super viele Aufgaben, ja. Und natürlich kann es dann zwischendurch auch mal so ein bisschen passieren, dass man natürlich irgendwas nicht hinbekommt. Irgendwie, keine Ahnung, man vergisst den Herd auszumachen oder so. Aber das ist eigentlich auch schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber wir kommen natürlich jetzt mal zu meinem Geschehnis. Denn ich bin natürlich jemand, der bringt den Müll sehr gerne raus. Ja, weil ich finde, Müll stinkt und den muss man natürlich wegbringen und so. Und da ist es natürlich wirklich besser, wenn man einfach den Müll nimmt, den man zu Hause hat, dann schmeißt man den einfach weg. So, und ich als ein nicht so guter, allein lebender Mensch habe natürlich einfach so hier den Müllsack genommen, habe den da zugemacht, war schon so richtig ready, diesen Müllsack wegzuschmeißen. Und dann habe ich dem Müllsack schon so gesagt, ja, jetzt vorbei für dich. Nehm dann diesen Müllsack, geh aus der Tür raus und was ist? Ich habe den Schlüssel vergessen und da wisst ihr, was dann passiert ist. Ich habe mich einfach ausgeschlossen. Das heißt, ich habe keinen Schlüssel gehabt. Die Tür war zu. Komplett zu. Ich konnte nicht nach Hause kommen oder sowas in der Art. Und dann hatte ich irgendwie das Problemchen, ja? Und dann musste ich halt eben warten, bis meine Eltern wieder nach Hause kamen. Und dann kamen da meine Eltern nach Hause. Und dann haben die halt eben so gesagt, hä?
wieso sitzt du draußen? Und ich so, ja gut, also da ist mir was passiert, ne? Und das Lustige daran war, ich habe natürlich auch noch mein Handy vergessen, ja, wie das Schicksal es halt eben will, ne? Habe ich das Handy nochmal richtig schön vergessen und dann habe ich halt eben wirklich dafür gesorgt, dass ich wirklich alles verpeilt habe, bis zum geht nicht mehr. Und dann saß ich bei mir in der Garage herum und habe auf meine Eltern gewartet, ja? Deswegen, meine werten Damen und Herren, möchte ich euch wirklich gerne auf den Weg mitgeben. Schaut zu, dass ihr immer euren Schlüssel irgendwie als Schlüsselbund oder sowas dabei habt, denn mir passieren solche Sachen leider irgendwie zu oft und ich glaube, wenn ich irgendwann mal alleine wohne oder so und ich mir irgendwie von meinen Eltern wegziehe, kann das wirklich sehr schlimm enden, ja? Ich werde mich, glaube ich, so oft ausschließen, deswegen werde ich mir irgendwie wahrscheinlich irgendwie mal einen Schlüssel zulegen, dem ich irgendwie mal, dass ich da irgendwie mal einen Schlüssel irgendwie den Nachbar gebe oder sowas in der Art, ne? Und dann kann man da mal weiterschauen. So, aber, jetzt mal genug von meiner Geschichte, denn wir haben nämlich noch was anderes zu tun. Wir müssen nämlich noch mal kurz mal nach draußen gucken, denn ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wirklich Leonardo das durchgezogen hat, was wir ihm gesagt haben, denn ich habe ihm ja gesagt, Leonardo, also du bist ja schon ein sehr toller Kerl und so. Warte mal, wir müssen die Türen wegschmeißen, weil wir sind ja ein hübsches Mädchen und hübsche Mädchen haben keine Türen in der Hand, so. Und wir haben ihm natürlich gesagt, ja, ich würde schon gerne deine Hand halten, aber in einem Redstone-Laden. Das heißt, mal gucken, ob er uns diesen Redstone-Laden wirklich gebaut hat. Und wenn er das wirklich gebaut hat, dann wird es so witzig. Aber bisher sehe ich noch gar nichts. Sondern vielleicht hat er den irgendwo hingebaut. Leonardo, wo hast du den Redstone-Laden hingebaut? Da ist das Café, da ist das Hotel Noberticus, da ist Binas Haus. Oh, wir müssen übrigens, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nämlich hier nochmal kurz was zurückgeben. Dürfen wir gar nicht mal vergessen, denn in dem Brief stand nämlich mal drin, dass wir hier mal wirklich mal wieder zurückgeben müssen. Ne, hier, warte mal, wir bauen uns schnell hier eine Crafting Bench hin, ne, die Crafting Bench dahin. Dann nehmen wir uns hier, wo ist unser Holz wieder hin? Ah, warte mal, hier 1, 2, dann haben wir hier genug Holz. So, dann machen wir uns hier unseren wunderschönen Kreis, dann die Chest hier hin, dann packen wir da die Chest hin und da den Besen rein, denn der Besen gehört nämlich nicht uns, ne? Das heißt, den legen wir da rein, aber wo ist hier bitte schön dieses Redstone-Dings, der Bumster? Da ist dieses komische Portal von damals, da ist unser Eingang für die armen Kunden gewesen, aber wo ist hier bitte schön der Redstone-Laden? Da ist irgendwie das Haus von Gustav, da ist Mac Norbert, wo jetzt der Francis aufgehört hat zu arbeiten, aber wo ist bitte schön der Redstone-Laden? Warte mal, können wir vielleicht hier auf das Dach springen? Leonardo, bist du da, Leonardo? Ich habe den Redstone-Laden gefunden. Alter, der hat ihn ja richtig krass gebaut. Oh, da ist ja Leonardo. Wir müssen jetzt unsere Stimme wieder vorbereiten. Oh, Leonardo, ich bin's, Roman. Also, das ist ja ein wunderschöner Laden. Hallo, Leonardo. Moin, moin. Ich hab hier den Redstone-Laden für uns gebastelt. Nur für mich und dir. Ich hab sogar das Redstone-Licht eingebaut. Wollen wir jetzt die Händchen halten? Oh ja, gleich. Aber kann ich mir mal erst den Laden ansehen, bevor wir Händchen halten? Okay, Problem. Schau dir erstmal alles an, dann kommst du einfach raus und dann ist alles klar, gell? Oh ja, dankeschön, dankeschön. Okay, oh Gott, da sind wir nochmal kurz aus dem Dings, aus dem Schneider gekommen. Was steht denn hier? Kostenlos für Mädchen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Was haben wir? Oh, wow, das sieht super hübsch aus hier. Was ist das denn alles? Das sind irgendwie so, wow, das ist wirklich ein richtig hübscher Redstone-Laden. Schön belichtet mit einer sehr interessanten Bodendecke. Und alles drum und dran. Was haben wir denn da drin? Oh, Redstone Repeater. Was haben wir da drin? Redstone Blocks. Alter, was haben wir hier drin? Pistons in Sticky und Normalform. Dann haben wir hier, oh, Hopper, okay. Was haben wir hier? Wir haben hier Redstone Comparators und da haben wir Redstone. Oh, mega cool, Alter. Und hier geht es nochmal irgendwie hoch. Oder? Oh ja, da ist eine Treppe. Das sieht mega hübsch aus. Guck mal, da ist das Krankenhaus. Super cool. Und da ist dieses UFO von Geruchsneutral. Ach ja, der gute alte Geruchsneutral, den müssen wir echt mal wieder aus dem Knast holen, ne? Oh, was haben wir denn hier? Oh, da ist noch eine Tür rein. Wow, hier ist noch ein zweiter Stock mit Doppelkissen. Oh, ja! Detector Rail und Activator Rail. Dann haben wir hier Rails, ganz, ganz viele. Und dann haben wir hier nochmal Powered Rails, Alter. Ich muss schon sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Häuschen. Das ist schon super cool. Also man muss schon sagen, da hat der gute alte Kerl hier echt was Gutes hingemacht. Aber warte mal, wenn wir da jetzt irgendwie so rauslaufen oder so, dann will der mit uns die Händchen halten, weil wir uns ja den ganzen Laden dann schon angesehen haben. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine andere Taktik, wie wir hier nochmal kurz rauskommen. Weil eigentlich hatte ich ja noch was anderes zu tun. Warte mal, easy, wir... Warte mal. Wir müssen jetzt auf den Zaun hier drauf springen. Ah, der darf uns nicht sehen. Ah, okay, so. Perfekt, warte mal, wir dürfen uns jetzt nicht mal blicken lassen. Wir gehen mal einfach mal den Weg hier
hier außen rum, denn wir müssen nämlich heute noch was ganz Wichtiges erledigen, meine werten Damen und Herren, denn es ist nämlich heute noch nicht vorbei, denn wir müssen natürlich jetzt nochmal zur Geruchsneutralina gehen und uns endlich mal hier den Einhornstaub abholen, denn, meine werten Damen und Herren, die meisten von euch, beziehungsweise nicht nur die meisten, sondern ich habe fast 20.000 Kommentare bekommen, ja, wo drin steht, was die Antwort von Geruchsneutralinas Frage ist, ja, also ihr habt euch ganz stark, ja, für dieses Dings entschieden, für diesen, oh, wie soll ich sagen, für diesen Eos, ja, dieser Typ mit den drei Buchstaben, ich wusste nicht, was das ist, ja, ich habe das jetzt auch gegoogelt, die meisten Leute, die haben das alle geschrieben und die so, ah, Robert, das ist Eos, und ich dann so, okay, okay, ganz ruhig, dann habe ich mal gegoogelt, was dieses Eos überhaupt ist und das ist tatsächlich ein Lippenbalsam und das ist, und dort ist nichts anders, weißt du, es gibt ja diesen Lippenbalsam Labello, das ist so ein Stift, ja, und damit schmiert man sich die Lippen ein, so ein ganz normaler Lippenstift. So, und was ist an diesem Eos so anders? Das ist ein Kreis, ja? Ein Kreis. So, und was ist daran jetzt so besonders? Weiß man nicht. Aber es ist ein Kreis, das heißt, das kann man benutzen. Wow, weißt du? Und das finde ich so mega komisch, aber das ist mir auch ehrlich gesagt wirklich egal. Wisst ihr, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich sage, okay, das mit dem Kreis, das ist schon in Ordnung, das können wir machen. Guck mal, die Stadt sieht vom Weiten echt ganz hübsch aus. Und deswegen beantworten wir das jetzt einfach mal mit Eos und hoffen mal, dass wir da jetzt was Gescheites bekommen. So, oh, wo sind wir denn jetzt gespawnt? Warte mal, hier sind ganz schön viele Portale. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir dieses Portal hier benutzt haben, ist einfach wieder ein neues Portal erschienen und irgendwie erscheint da immer neue und oh, neue und dann irgendwann haben wir 2 Milliarden Portale oder sowas in der Art, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Naja, jedenfalls ist ja auch egal. So, jetzt erstmal hier an diesen Apollidos vorbei. Sehen wir, warte mal, kurz die Schuhe und sowas anziehen. Wir sehen ja super schick aus, easy. Wollen wir vielleicht noch eine Blume in die Hand nehmen? Ist hier vielleicht noch mal eine Blume draußen? Nee, ist jetzt auch egal. So, das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal durch, sprechen dann nochmal kurz mit der Geruchsneutralina, sagen der jetzt einfach, yo, das ist dieser Eos und dann holen wir uns unseren Einhornstaub, ja? Weil irgendwie langsam wird es wirklich mal Zeit dafür, weil irgendwie ist diese Stadt hier super komisch, ja? Jedes einzelne Pferd ist irgendwie super komisch und dann kann man da irgendwie nichts machen. So, Apollito, ist alles in Ordnung? Darf ich nach oben? Okay, gut, dankeschön. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so die Zeit und nicht mehr so die Lust da jetzt die ganze Zeit irgendwas zu machen, denn wir kriegen das hier schon hin. So, okay, erstmal hier rein. Woo, hallo meine werten Ritter, hallo meine werten Apollitos. Ich muss kurz zu der Königin durch. So, Geruchsneutralina, Königin des Hauses. Hallöchen. Uga, uga, schönes Haar zu haben. So, das heißt, hier haben wir natürlich geredet und jetzt hier. Was hat sie nochmal gesagt? Wenn du falsch antwortest, was sowieso bei einem echten Mädchen nicht passieren wird, werden wir dich meine Wachen direkt attackieren. Aber da musst du dir keine Sorgen machen. Okay, das heißt, wir haben hier den Kindträger, den Eos und den Labello Contrello. Okay, das heißt, es ist natürlich der Labello Contrello. Nein, es ist natürlich der Eos. Richtig. Alles klar, Uga. Deiner Einhornstab geht in Produktion und wird dann sofort zu dir nach Hause geschickt. Viel Spaß. Huga, huga. Okay, danke, Geruchsneutralina. So, das heißt, wir haben den Auftrag jetzt gestellt. Das heißt, es geht jetzt alles wirklich gut klar. Das heißt, wir haben das gut hinbekommen. So, das heißt, wir können hier nochmal kurz die Tür schließen, haben die Bestellung jetzt fertig und dann können wir hier auch gleich schon anfangen. Huh, wer bist denn du? Hallo, mein kleiner Kerl. Ne, wie geht es dir mit ihm? Haben wir noch gar nicht geredet. Hallihallöchen. Warte, ich meine natürlich Hallihallöchen. Du bist kein Mädchen. Doch, ich bin ein echtes Mädchen. Ich weiß, dass du ein Junge bist. Du hast hier gerade eben, als du an mir vorbeigelaufen bist, mit einer Jungstimme gesprochen. Genau hier an der Treppe habe ich mich zufällig verschluckt, musst du wissen. Das kann einem Mädchen manchmal passieren. Es tut mir leid. Pass auf. Red dich nicht raus. Mir ist es eigentlich egal, dass du dich als ein Mädchen verkleidet hier rumtreibst. Was mir jedoch eingefallen ist, dass du sehr artig und ungefährlich aussiehst. Das ist genau das, was ich benötige. Ich brauche dich für etwas Wichtiges. Ich schreib dir noch. Und jetzt zieh ab. Okay. Dash? Okay, du bist irgendwie... Ich muss schon sagen, der ist irgendwie ein bisschen anders da als die anderen hier. Die anderen sind hier irgendwie... Naja, wie soll ich sagen? Die sind irgendwie ein bisschen netter und so ein Zeug. Aber irgendwie der da oben, der redet irgendwie ein bisschen anders da. Also ich muss schon sehen... Also ich weiß halt eben nicht zum Beispiel der da. Ja, der hier zum Beispiel... Bum, 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 gumbo, zumbo. Wieso sind die eigentlich hier alle so dumm, ja? Ist es euch irgendwie auch schon aufgefallen, dass hier irgendwie jedes einzelne Pferd so ein bisschen dumm im Kopf ist? Aber der da hinten war irgendwie so super komisch. Naja, jedenfalls, wir haben jetzt auf jeden Fall super viel hinbekommen. Wir haben alles hinbekommen, sind super gut am Starten. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unser Dingsterbumster da ist, unser wunderschöner Staub. Und dann können wir geruchsneutral auch schon befreien. Woohoo!